Was geht ab, West Wing? Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Mike Singer und heute zeige ich euch mein neues Zuhause. Kommt rein! Mittlerweile wohne ich jetzt schon seit 1,5 Monaten hier und das Haus ist ein Neubau. Bedeutet, ich hatte wirklich ziemlich viel Stress, aber hatte auch sehr, sehr, sehr viel Hilfe von meiner Familie, was echt toll war. Allein hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Hier ist meine Riesenküche. Ich bin ein 3-Sterne-Koch, heimlich. Das wissen nicht viele. Ich bin wirklich ein sehr begabter Koch. Das ist meine Kochplatte. Das ist auch eine ganz besondere, weil ich eben so ein guter Koch bin. Nein, Spaß. Eigentlich bin ich gar kein guter Koch. Ich koche bzw. grille nur mit meinem Sandwich-Maker. Aber ich habe mir vorgenommen, irgendwann das Kochen wirklich zu lernen. Dadurch, dass ich jetzt gerade gar keine Zeit habe, ist es echt schwer. Und falls ihr euch wundert, wer hier die ganze Zeit miaut, hier haben wir die Nala. Sie ist gerade Mama geworden und sie wohnt hier mit mir im Haus. Eine ganz, ganz süße Katze. Und ich denke, sie hat wieder Hunger, ne? In meiner alten Wohnung hatte ich eine anthrazitfarbene Küche. Die hat mir leider irgendwann nicht mehr gefallen, deswegen habe ich mich hier im Haus für eine weiße Küche entschieden. Die hellen Töne und die positiven Vibes ziehen sich durch das komplette Haus, wie zum Beispiel im Wohnzimmer. Für mich ist es immer echt wichtig, dass die Couch cool aussieht, aber trotzdem auch gemütlich ist, weil wenn ich dann mal abends von einem Konzert komme, schaue ich mir dann noch eine Serie an und schlaf dann auch immer wieder mal auf der Couch ein. Deswegen eine gemütliche, schöne Couch. Hier im Wohnzimmer habe ich 2 Lieblingspieces. Das ist einmal der Couchtisch in Marmoroptik und die Büste. Finde ich einfach mega, mega schön und irgendwie was ganz Besonderes. Dadurch, dass ich so viel auf Tour bin, habe ich natürlich auch sehr viele Hotels gesehen und auch Inspiration gesammelt, wie zum Beispiel bei dem Vorhang, der komplett die ganze Wand bedeckt. Finde ich was ganz Besonderes und habe ich auch nur in Hotels gesehen. Oder mein Bad. Ich liebe es einfach, weil man sich zu Hause richtig wohlfühlen kann und im Bad ist es irgendwie so ein bisschen wie im Spa-Bereich. Ich bin super gerne von Musik umgeben, genau deswegen habe ich jetzt hier ein Klavier stehen. Für mich super praktisch, weil ich irgendwie immer in meinen Gedanken mit der Musik bin und es kann jederzeit passieren, dass ich irgendwie eine Idee habe für einen Song und dann kann ich mich hier hinsetzen, ein paar Akkorde spielen und anfangen, einen Song zu schreiben. Außerdem finde ich einfach, dass so ein Klavier super, super schön zu dieser Einrichtung passt. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren, ich will dich nicht verlieren. In meiner alten Wohnung hatte ich ein bisschen Stress, will ich nicht sagen, aber unangenehme Situation mit meinen Nachbarn, weil ich halt eben laute Musik gemacht habe. Und das war dann so am Ende des Tages der Punkt, warum ich gesagt habe, okay, ich baue ein Haus und ich baue ein eigenes Studio. Und das will ich euch jetzt unbedingt zeigen. Also, let's go. So. Welcome to my studio. Ich habe bei dem Interieur probiert, einfach alles sehr dreamy und inspirierend zu gestalten. Deswegen auch die Wolkentapete. Es ist einfach sehr, es bringt einem gute Gedanken, finde ich, dieser Raum. Und das ist sehr wichtig beim Songschreiben. Yes. Deswegen, das ist die Chill Area. Da drüben habe ich noch was ganz Besonderes, was ich euch unbedingt zeigen muss. Das ist nämlich eine handsignierte Schallplatte von Police. Eine lange Geschichte, wie ich diese Platte bekommen habe. Von einem Kumpel aus London. Liebe Grüße nach London auf jeden Fall. Bedeutet mir sehr viel. Ich bin ein riesen Sting-Fan und höre gefühlt jeden Tag seine Musik. Deswegen bedeutet es mir echt sehr, sehr viel, dass ich das hier in meinem Studio habe. Das Herzstück des Studios. Hier mache ich Musik, hier produziere ich, hier lade ich Produzenten ein, die mich dann in diesem Raum in der Aufnahmekabine oder auch Booth genannt aufnehmen. Und yes, ich zeige euch jetzt mal was. Wir komponieren mal was gemeinsam. Ich liebe Michael Jackson, ich liebe Tupac, ich bin irgendwie da mega offen und das zeigt auch meine Musik irgendwie. Also
Am besten beschreibt, glaube ich, so meine Musik Pop-Urban. Schön, dass ihr bei mir zu Hause wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich mache jetzt noch ein bisschen Musik. Ciao, West Wing.